Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Durch Zufall, anders kann man es nicht sagen, waren Herr Muck und ich Silvester, also am 31.12., auf dem Nordpfad Hinzel unterwegs. Das ist eine ehemalige Laufstrecke von mir, wobei das schon ganz, ganz, ganz lange zurückliegt. Ich habe ja eine Strecke gesucht, wo ich mit dem Lütten gehen kann, wo es auch am 31.12. ruhig ist, wo nicht geböllert wird, wo er ja auch nicht viele andere Hunde trifft, also keine Angst haben muss. Und da schien mir der Hinzel super gut geeignet. Ich muss auch sagen, ja, ist alles in Erfüllung gegangen. Also wir sind knapp, na, also vom alten Kirchweg bis zum Forsthaus und zurück 8 Kilometer gegangen, haben dann noch einen Nebenweg einen kleinen gemacht, also so roundabout 10 Kilometer waren wir Silvester unterwegs. Und ja, es war zu Anfang sehr trüb, deshalb gibt es eher so, ja, vom Rückweg ein paar Videosequenzen. Insgesamt muss ich sagen, hat uns das wirklich gut gefallen, den Herrn Muck und mir. Und jetzt gibt es auch schon, ich sag jetzt mal, live kommentierte Sequenzen vom Wanderweg. So, bevor es auf der Hälfte des Weges mit dem Forsthaus losgeht, starte ich mit einer kurzen Übersicht. Das hier ist so, ich sag jetzt mal, die Karte über den Nordpfad-Hinzel, wo so gezeigt wird, wo es entlang geht, was die Highlights sind. Also ich finde, der Weg ist sehr, sehr gut ausgeschildert. Einfach nur top. Losgegangen sind wir Alten Kirchweg, sind dann so hier runtergegangen. Da sind wir jetzt, Parkplatz Wasserwerk, sind dann zum Forstgebäude hinzugegangen und gehen jetzt zurück. Lohnenswert auf jeden Fall noch sonst der Bahnhof Heinschenwalde mit dem Lost Place und Heinschenwal. Und natürlich die Geste entspringt hier ganz, ganz toll. So, unsere 8, nein, unsere 10 Kilometer, die Pfoten qualmen schon. Die haben Herr Muck und ich geschafft. Ja, Zeit für ein kleines Fazit. Ich will jetzt gar nicht den Nordpfad-Hinzel schlecht machen, beurteilen, aber ich muss sagen, hier trifft es wirklich zu. Man geht nicht auf einem Pfad, sondern es ist ja relativ groß von den Wegen her. Also es, ich würde jetzt nicht sagen, die Nordpfad Autobahn, aber ja, den Hinzel, so wie ich den in Erinnerung habe. Also ich bin hier früher gelaufen und oh mein Gott, das ist weit über 30 Jahre her. Also vor über 30 Jahren, nein, ich gehe davon aus, es gibt hier schönere, kleinere Pfade. Ich war mit Herrn Muck auch einmal kurz in einem Nebenweg. Was ich aber wirklich sagen muss, es ist himmlisch ruhig. Also Silvester sind wir hier unterwegs. Keine Knallergeräusche. Ja, wir haben, ich glaube, jetzt 3 Hunde-Gassigänger überhaupt getroffen. Die waren alle mega geschillt, mega nett. Jo, nochmal so ein paar Impressionen. Also, es sind schöne Waldwege. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich finde auch, dass es sehr schön riecht. Wie gesagt, Tannenwald. Ich mag Tannenwald. Bei uns in Hespe muss man sagen, da waren die letzten Jahre zu dröge. Das hat die Tanne nicht überstanden. Hier, ja, nasses Elbe-Weser-Dreieck, ist noch genug da. Sind aber sonst auch richtig schöne knorzige Eichen und alte Bäume, also Laubbäume. Das passt so insgesamt. Das Einzige, das sind wirklich keine Pfade. Das sind hier relativ breite Wege. Ich gehe jetzt einfach mal einen Nebenweg rein, also offiziell einen Nebenweg.
um zu zeigen, das war mal ein Laufweg von mir. Also es gibt hier im Hinze durchaus auch wirklich schöne, schmalere Wege. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das dann auch sehr schwierig, wenn man die Streckenführung macht. Also mir kommt es so vor, als ob dieser Nordfahrthinze nicht die schönsten Gebiete oder die schönsten Wege zeigt. Aber ja, das ist ja auch subjektiv. Hier sieht man das nochmal, also wirklich knorzige Baum, knorzige Bäume und jede Menge Baumpilze überall. Also ich kann mich dafür ja begeistern. Vielleicht muss man hier tatsächlich, oder komme ich hier nochmal hin zum Fotografieren. Mega, mega tolle Baumpilze. So, Herr Muck mit Baumpilz. Und ist wirklich jetzt nicht irgendwie, ups, Muckman, ausgesucht. Also man sieht das hier auch. Ein knorziger Baum und eine Baumpilzkolonie nach der anderen. Und das sind auch nicht nur, ich sag mal, alte Abgestorbene. Nein, es kommt auch überall neues Leben, es gibt überall neue Baumpilze. Also ich kann mich dafür begeistern. Herr Muck würde jetzt noch weitergehen, aber wir haben schon unsere 10 Kilometer, unser Soll haben wir schon. Nun müssen wir erstmal wieder an die Umzugskartons. So, ich guck nochmal. Irgendwo hier. Also ich sag ja, ja, das liegt hier. Zum Teil sieht das aus wie alles abgestorben, aber es kommen auch immer noch neue Baumpilze dazu. Du Baumpilzwächter. So, man sieht es, es wird schon ein bisschen dämmerig. Unser Spaziergang, der letzte im Jahr 2023, wenigstens bei Tageslicht, der neigt sich dem Ende zu. Unterwegs waren der Herr Muck und ich auf dem Nordfahrthinzel vom alten Kirchweg bis zum alten Forsthaus und zurück. Ja, Fazit, ein schöner Wald, aber ja, irgendwo, also meist sind die Pfade keine Pfade, sondern richtig breite Wege und ja, wir haben Ruhe gefunden. Es war Silvester genau das Richtige für den Lütten. Also die paar Hunde, Gassigänger, die wir gesehen haben, die waren mega geschillt unterwegs. Und ansonsten kein Knaller, nichts hier zu hören. Aber so als Wanderweg wäre mein erstes Fazit eher, aber gibt nochmal einen genauen Bericht. Wir werden den Nordfahrt bestimmt nochmal in Gänze gehen und uns dann auch Lost Place Heinchenwalde, die S-Bahn angucken und andere Dinge erledigen. Also ganz, ganz liebe Grüße und ich wünsche allen ein tolles, erfolgreiches Jahr 2024.